Hallo meine lieben Freunde, Abonnenten und Zuschauer. Ja, ihr seht richtig. Ich versuche mich an Apex Legends. Der Sound ist etwas laut. Den reguliere ich dann gleich nach. You think you've got what it takes? They call us Apex Legends. But not all legends are heroes. Remarkable. Each fight for their own reasons. I knew your every move. Should have ready. From the ashes of war, legends are born. They're icons of strength and power. Time to win. Outside the ring, thank you. They're champions. You guys miss me? Inside, they're equals. But the goal remains the same. We drop. Become an Apex Legend. Fight strong. They say it's a sport of survival. First, you ask me. It's simple, eh? They kill you. They're better. You kill them. You're better. So, meine lieben Freunde, weiter geht's. Braucht aber lange zum Laden. Ja, liebe Leute, ihr seid live mit dabei. Was heißt live? Ihr seht es in der Aufzeichnung. Ja, die Verbindung zum Server weg. Toll. So. Was haben wir? Ach, das ist die Heilerin. Okay. Aber ich muss erstmal... Der Sound wird gar nicht leiser. So, mal runtergedreht den ganzen Spaß. So, liebe Leute, nehmt es mir nicht übel, wenn es am Anfang nicht sofort klappt, wie es sollte. Weil ich muss erst die Tastenbelegung wieder reinkriegen. Wie ihr seht... Könnt ihr hier oben schon mal unter Legenden aussuchen, wen ihr spielen wollt. Wir haben, glaube ich, diese ausgewählt. Und wir können auch verschiedene Sachen noch freischalten. Wie in jedem Free-to-Play. Oder auch kaufen. Je nachdem, wie man möchte. Ich habe mich weder spoilern lassen noch sonstige Sachen. Ich muss mich auch erst in das Spiel reinfinden. Vor allen Dingen die Tastenbelegung. Maustastatur. Mal gucken, was so passiert. Sprinten, Linksshift, springen, Space, ducken C, ducken halten. Control, okay. Wir werden es jetzt erstmal im Trainingsprogramm herausfinden.
Training. Oder bin ich jetzt mitten im Match? Königsschlucht. Wir werden klarkommen. Ich muss nur die ganzen Tastenbelegungen erstmal rausfinden. So, WASD, wie normal laufen. Apex Legends. I am Bloodhunter. You can call me Bloodhound. Let us begin with basic movement. Complete the checklist on your HUD. Rutschen während des Springens? Follow me. Sliding down hills increases speed. Okay, wir laufen ihm nach. Remember, you start with nothing. And inside the territories, you can find supply bins that carry weapons and resources you will need to survive. Open one. Strong work. Grab your supplies. Okay, Hammer. Your HUD will show what you have equipped. Follow the checklist to access and cycle through your inventory. Okay, wo soll ich die denn hinschmeißen, jetzt die Granate? Hat er mir ein Ziel vorgegeben? Hat er. So, dann benutzen wir das Gesundheitskit. Inside the supply bin, you will find a weapon and ammo. Arm yourself. The battle calls upon you. Slaughter as many targets as you wish. Each shot is important as well as the weapon you hold. Grab a second weapon. The field is full of choices. Remember, you can carry only two weapons. To equip another weapon, you must swap out the one you are holding. Choose your new weapon. Ja, wo ist sie denn? Die zweite Waffe, hä? Bin ich blind? Wo soll die sein? Wo ist denn die zweite Waffe? Was war die Munition? Ach da. Verkehrte Munition habe ich. Gut, erhaltene Waffe austauschen. Key to becoming an Apex Legend is communication with your brethren. You can ping different locations, objects, and enemies depending on where you are looking. Follow the checklist to cycle through your pings. Ah. Doppelt. Hostile close. Waffe ping? Contact with I-Style. Light ammo here. The All-Father blesses you. Pathfinder will continue your training. I will see you again, my fellow fighter. We may finish both together. Da soll ich jetzt hin, oder was? Komm ich noch hoch? Hi, friend. I'm Pathfinder. I'm excited to fight you in the ring, but first, let me give you some helpful tips. Working together in a squad is very important and very fun. Here is your squad mate, a digital utility Mach-Man intelligent example, or dummy for short. During a match, you or your teammates can get knocked down. But don't worry, with skill, everyone can have the chance to be revived. Just approach your dummy and hold the prompt button on your HUD to revive them. Okay, wo ist er?
Now, here's a good thing to know. Each one of us has a unique tactical ability. You are Lifeline, and you have a health drone that distributes health to anyone next to it. Give it a try and heal your friend. Just hit the tactical button on your HUD. Great job. Helping out your squad is the best, but sometimes they don't die. Worry too much. You still have a chance to bring your friend back. Approach Dummy's stash and grab their banner. Great! You can use that banner to bring back your friend from any active respawn beacon. And when prompted, hold for activation. Be careful. It takes some time to contact the dropship. You could get shot. That wouldn't be good. Warum? Warum ich gerade so wenig erzähle, ist einfach, dass ihr das auch mitbekommt, was die da so erzählen im Training. Okay, da kommt der neue Teamkollege wieder runter. Oder der Wiederbelebte. Welcome back, Dummy. Here's another thing. Like our tactical abilities, each of us has an ultimate ability that you can use when it's ready. As Lifeline, your ultimate calls in a Lifeline package that delivers all types of defensive loot from large health kits to high-tier body armor. Looks like Dummy needs some stuff. Call in your Lifeline package to help them out. Y. Hä? Hab ich doch gerade. Ich halte die linke Maustaste gedrückt. Ja, wo muss ich es hinsetzen? Ja, tue ich doch gerade. Warum kann ich es da nicht hinsetzen? Warum setzt er mir das hier nirgendwo hin? Der setzt es nirgendwo hin. Oh, ich halte jetzt gedrückt. Kommt aber nichts. Tut sich nichts. Das ist schon mal die erste Schwierigkeit. Was mache ich falsch? Er macht's nicht. Oh, ich drücke jetzt auf den Knopf. Er tut's nicht. Ja, aber wo muss das hin? Wo muss ich hinziehen? Ich kann es nicht abstellen, ich kann es nicht anfordern. Okay. Jetzt hat er das gemacht, aber nur da hinten, komischerweise. Approach it and open it up. Grab what you need or ping items for your friends. That's all for me. Great work. Remember, each one of us has different tactical and ultimate abilities, so give us all a try. I get to use zip lines to reach high places and move quickly. Muss ich das da rüberziehen?
Okay, Trainingsende, liebe Leute. Ja, wenn man sich nicht so dusselig anstellt wie ich, dann klappt das eigentlich auch ganz gut. Auf jeden Fall werde ich gleich noch eine Runde zocken mit euch. Auf jeden Fall haben wir das Training schon mal durch. Und ich hoffe, es gefällt euch und ich stelle mich nicht zu dusselig an. Wir werden aber weitersehen, wie es weitergeht in der nächsten Folge, wenn es heißt Apex Legends. Bis dahin, viel Spaß. Tschüss.